Ronald Kenin, Sie haben 1-0 geführt in diesem Spiel. Eine Niederlage, die alles andere als zwingend ist. Wo sehen Sie Gründe? Ja, ich meine, es war sicher ein guter Match. Es ist eine gute Mannschaft, Zürich. Und, ja, das passiert. Ja, eben. Wir sind irgendwie, die Zürich sind in Führung oder? In Zürich ist in Führung gekommen. Wir? Ja. Ah, wir, okay, das habe ich gar nicht raus. Ja, die sind eine gute Mannschaft. Nachher haben sie zurückgekämpft und das war nachher auf dem dritten Drittel. Und, wir haben ein paar Fehler gemacht und ja, die haben dann das Goal geschossen. Jetzt ist ja sehr viel gelaufen in dem Team von Lausanne. Jetzt gerade kürzlich der Denis Malgin noch. Ja. Wie nimmt man das als Spieler auf? Was macht man sich da für Gedanken? Ja, ich meine, es ist ganz einfach. Wenn ein neuer Spieler kommt, der ist gerade wie eine Familie. Und wir nehmen ihn auf und ja, ist gerade in der Mannschaft. Und wir helfen ihm, um die besten Spiele zu bringen. Und ist das auch immer eine Hilfe oder muss man sich auch immer zuerst anpassen? Ja, das ist sicher eine Hilfe. Er ist ein super Spieler und ja. Eben, wir haben eine ganz neue Mannschaft jetzt momentan. Wir sind am Aufbauen und ja. Und eben, dann hat man gehört, teilweise einen Lohnverzicht und eben, dann kommen gleich neue Spieler. Das ist wahrscheinlich auch noch schwierig zum Nachvollziehen für einen Spieler, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht über das. Also, mit mir sollt ihr das nicht darüber reden. Ich meine, das entscheidet sicher ein Club und ja, wir schauen, was passiert. Und dann hören wir jetzt immer wieder so, eben, es sind schwierige Bedingungen wie Lausanne. Können Sie mal sagen, eben, dass die Stimmung wirklich ein Top ist auch in diesem Team? Oder sind das ja, alles nur Gerüchte? Nein, das ist eine Top-Stimmung, eine super Organisation. Und, ja, wir sind eben, wie eigentlich gesagt, eine neue Mannschaft und wir müssen einfach jetzt aufbauen, zusammen, zum Finden, zusammenspielen gut und ja, zum solche Spiele wie heute zum Gewinnen.